Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin Soya Bakayashi und das sind die BDO Global Lab Patch Notes vom 14. Juni 2024. Es geht los. Okay, also die Global Lab Patch Notes sind sehr übersichtlich heute. Es gibt ein paar kleine, aber sehr interessante, schöne Änderungen. Quality of Life und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es ja in Korea nicht am Mittwoch diese Woche einen Patch, sondern am Donnerstag. Und die haben tatsächlich bekommen, dass Damage Reduction, Evasion und Präzisions-Update, ne, da wo man quasi die Hits mindert um 70-80%, die Anzahl der Hits, das hatte ich mal schon vor 2 Wochen im Global Lab mal analysiert. Dazu wird es eine ausführliche Patch-Analyse am kommenden Mittwoch geben, denn am Mittwoch bekommen wir den gleichen Patch. Und das ist sehr schön, Leute, denn es wird wahrscheinlich viele Probleme in BDO bezüglich Technik verbessern. Ne? Also die ganzen Desyncs, die ganzen FPS-Drops, die ganzen Delays, die Bugs. Also vieles wird dadurch, denke ich mal, deutlich verbessert. Und ich bin sehr gespannt auf den Patch in EU. Jetzt ist es nun so, dass es schon seit längerem so ist, dass der Korea-Server mehr oder minder als kleiner oder als großer Testserver angesehen wird. Es gibt den Global Lab, das ist halt ein koreanischer Testserver. Da gibt es immer Änderungen schon am Freitag. Dann kommt das, was im Global Lab steht, immer am Mittwoch in Korea, was ein größerer Testserver ist. Und dann, wenn die Koreaner das Ganze eine Woche lang getestet haben, Bugs für ihren Vorteil ausgenutzt haben oder zu ihrem Nachteil, je nachdem, gibt es dann einen Hotfix und dann kommt dieser Patch bei uns in EU auch an. Das ist so die Reihenfolge meistens und das ist auch jetzt dieses Mal so. Und die wollen natürlich jetzt gucken, wie die Koreaner so drauf reagieren. Übrigens ist das offiziell niemals so kommuniziert worden, dass Korea als großer Testserver angesehen wird, aber es ist nun mal so. Jetzt ist es so, dass sie die Koreaner alle testen lassen, die Klassen mal ein bisschen hier fixen und dies und das. Und jetzt wollen sie halt erstmal gucken, welche Klassen müssen denn bezüglich dieses Updates gefixt werden. Und jetzt kommen hier ganz viele kleinere Anpassungen, damit diese Klassen nicht overpowered sind oder zu underleveled sind. Ne? Und das alles steht hier. Ne? Also gibt ein paar Bugfixes, gibt ein paar Zahlen, die sich ändern. Wenn ihr euch für eure eigene Klasse interessiert, ich packe euch den Link unten in die Beschreibung, könnt ihr euch gerne das Ganze selber mal angucken. Ist jetzt aber meiner Meinung nach nichts Gravierendes. Gut, dann kommen wir zum nächsten Update. Also, das, was ihr wie gesagt jetzt hier seht, ne, wenn es jetzt am 14. rauskommt im Global Lab, dann haben wir es am 26. im EU-Patch, damit ihr so eine zeitliche Reihenfolge habt. Ne? Das ist immer so, meistens der zweite Mittwoch nach Global Lab-Analyse. Es wird im C-Content etwas angepasst und ich finde das persönlich sehr, sehr gut, weil ich gerade sehr im C-Content verankert bin, weil ich gerade für Null grinde. Zuallererst haben wir einen Buff für die Harkoven-Trades. In Harkoven gibt es immer C-Coin-Trades bei jeder Gelegenheit und dort tauscht man T5 Bartermats gegen C-Coins ein. Und die Range war bisher immer 1 zu 600. Ja, und das haben sie jetzt gebufft, indem sie die untere Grenze auf 300 gesetzt haben. Das heißt also, die Harkoven-Trades geben euch immer mindestens 300 statt 1 und höchstens immer noch 600. Ist sehr gut. Der Durchschnitt ist hier von 300 auf ungefähr 450 gestiegen. Ist ein sehr, sehr guter Change. Dann wird Khan gebufft. Khan ist ja ein Gildenmonster und Gildenboss und es gibt halt 4 verschiedene Versionen von Khan. Je nachdem, wie groß eure Gilde ist, gibt es halt dementsprechend unterschiedliche Khan-Stärken. Und das Ganze bezieht sich auf Level 1, Level 0 bis Level 3. Level 3, da wird er halt sehr tanky, macht mehr Damage und so weiter und so fort. Die Mechaniken ändern sich, glaube ich, ein bisschen. Aber wie dem auch sei, es ist nun so, dass man vorher diese neuen Schwarzsteine, diese Tidal-Wellen-Schwarzsteine gedroppt hat, aber nur zu einer bestimmten Chance, ja, bei Khan. Also die Dinger hier, diese neuen Schwarzsteine, die man braucht für den Sea-Content. Und diese Steine brauchst du jetzt wirklich für jedes Schiff, weil das ja vereinheitlicht wurde. Und vorher war es so, dass du es halt mit einer gewissen Chance zwischen 0 und 100 gedroppt hast bei Level 0 und bei Level 3, bei der Maximum, Level 0, also hast du 0 bis 200 erhalten. Jetzt ist es so, dass du immer garantierte Anzahlen von diesen Wellen-Schwarzsteinen bekommst. Bei Level 0 ist es jetzt 50 und Maximum bei Level 3 ist 100. Finden wir gut. Eins davon kostet 10 Sea-Coins. 100 Stück sind dann dementsprechend 1000 Sea-Coins, die wir dadurch quasi durch den Level 3 Khan bekommen. 1000 ist schon halt extrem heftig, was man sich da einspart. Ne? Also Khan mitnehmen, Gilden merken, lohnt sich.
Außer du bist in der PvP-Gilde, dann kann es natürlich schwieriger merken, weil du ja fast jeden Tag dann auch Notwurst und so weiter hast. Das ist dann ein bisschen schwierig. Ne? Das bringt mich gerade in eine sehr komische Lage. Aber ja, nächstes Update ist folgendes. Und zwar, man kann ja, wenn man Items droppt, so cheeren, ne? So sich freuen. Oh, oh, oh. Ne? Hat der Held so eine Kiste in der Hand und denkt, das ist ein Schatz voller Gold. Meistens ist es aber dann tatsächlich nur ein Haufen voll Scheiße. Wie zum Beispiel im Falle von einer Spectre's Energy. Die Spectre's Energy, die Geistesenergie, ist so ein Item. Man hat sich immer gefreut bei dieser scheiß Spectre's Energy. Vor allem, wenn man in Ulukita gegründet, ist das wirklich sehr, sehr nervig. Und so bei Tungat Ruins, da droppt das Ding gefühlt 2-3 Mal in der Stunde und man denkt immer, geiles Item oder Treasure-Item, aber nix, Pustekuchen, das ist Spectre's Energy. Das gleiche auch mit Awakening Weapon Box Items, wobei ich da unsicher bin, welche sie genau meinen. Also es gibt Kanandas Kiste. Wie ist es dann mit der Xaka-Kiste? Wieso wird es bei der Xaka-Kiste oder Nuva-Kiste oder Kutum-Kiste nicht auch so angepasst? Auf jeden Fall, dieser Cheer-Effekt wird bei diesen Items aufhören in Zukunft. Ja, das heißt also, bei Spectre's Energy freuen wir uns nicht und bei Awakening Weapon Box Items freuen wir uns auch nicht. Ich glaube, es geht hier mehr um nicht die Boss Awakening Weapon, sondern eher um die Feldboss Awakening Kisten. Ne? Also dieses, wie heißt denn das? Es gibt ja diese Lemuria-Kisten, glaube ich, die man in der Mainhand haben kann und dann beim Feldboss grinden, töten, kann man halt diese Awakening Weapon Boxes droppen und da sind wahrscheinlich die gemeint, also bei Boss Waffen wird es weiterhin so sein, dass ihr cheat. Ist aber auch okay, weil das ist auch ein cheerwürdiger Moment, weil das hier sind 30 Millionen, eine Bosswaffe sind so 200 Millionen. Gut, dann haben wir ein Update bezüglich Quality of Life in Life-Skill-Ebene. Wir haben ja ein Update bekommen in EU vor 2 Wochen ungefähr. Oder einer Woche, dass unsere Charaktere in Zukunft keine Tools mehr brauchen, um gewisse Sachen abzuarbeiten, abzubauen. Ne? Beim Holzen brauchst du keine Holzaxt mehr in der Hand, sondern du hast sie einfach. Und du hast immer eine White Grade Basis Holzaxt. Also eine weiße Qualitäts Holzaxt. Das sind die Dinger, die man früher beim NPC kaufen konnte. Und diese werden jetzt, weil sie halt standardgemäß immer angewandt werden, einfach aus dem Sortiment genommen. Ne? Die kann man in Zukunft nicht mehr kaufen, nutzen, was auch immer. Finde ich gut. Das vereinfacht wieder so ein bisschen die Itemization und macht es gerade für Neulinge weniger unübersichtlich. Weil das Ding hast du ja jetzt sowieso in der Hand, wenn du mit nichts in deinem Inventar ja abholst oder absaugst oder abgatterst, ne? Dann hast du halt immer die weiße Version drin. Und deswegen gibt es auch keinen Grund mehr, die im Shop kaufen zu können. Gute Änderung. Okay, dann gibt es jetzt eine Anpassung bezüglich City of Dead und Tungat Ruins. Ich glaube, City of Dead könnte ein ziemlich geiler Buff werden. Was steht hier? When interrupting the Tamrin Herald spell, the Tamrin Herald is no longer knocked back and is immediately killed on the spot. Also wenn bei Tungat Ruins, bei City of Dead das Pack ne, begonnen wird, dann zaubert sich ja dieser kleine Zauberer so ein bisschen weg und dann will man ihn ja, wenn er gelb leuchtet, CC'en, damit er quasi seinen Zauberspruch abbricht und dann ist er genockbacked und man kann ihn dann halt noch töten, aber der steht dann meistens so ein bisschen abseits von den anderen Monstern und da steht hier jetzt, dass er halt instant also sterben wird. Also sobald man ihn unterbricht beim Zauberspruch nutzen, wird er halt getötet. Das könnte interessant werden. Ich bin mir nicht mehr sicher leider, weil ich sehr, sehr lange schon raus aus City of Dead bin. Hab meinen Piece halt nach 26 Stunden gedroppt gehabt damals und das ist jetzt schon Monate her. Aber ich glaube, das klingt eigentlich geil. Tungat Ruins ist es so, dass auch der Tungat Guide, also der grünen Stift, auch der fliegt nicht mehr irgendwie weg, sondern der stirbt an Ort und Stelle. Irgendwie sowas, aber das weiß ich nicht genau, was das genau so bewirken soll. Gut, das ist erstmal so uninteressant. Dann ein Quality of Life Update bezüglich einer Weekly Quest, Leute. Und die persönlich finde ich richtig nice, weil ich sie seit damals, seitdem sie released wurde, jede Woche gemacht habe. Ich habe wirklich keine einzige Woche ausgelassen. Bin seitdem auch immer dabei, regelmäßig Infinite Pots zu verkaufen. Und zwar gibt es ja die Weekly Quest, wo man nochmal 5 extra Pities bekommt für euren Infinite Pot. Und dort kann man ja mit dem Note Manager meistens sprechen und der hat diese Quest für euch und das mache ich dann in Kombination mit der Season Weekly, wo wir nochmal 600 Zeitgefüllte und Rift Echo bekommen. Die 600 Zeitgefüllten können wir gegen Loot Scrolls eintauschen, Rift Echo können wir irgendwann machen, können wir ebenfalls gegen Loot Scrolls eintauschen und das Ganze kombiniere ich dann halt mit einer Weekly Pity Weekly und verkaufe dann in regelmäßigen Abständen, das dauert ein bisschen, aber
dann halt nochmal so ein Infinite Pot. Ne? Das sind sehr schöne Weeklies, die sehr gut zusammen harmonieren und die man zusammen unbedingt machen sollte. Das Ganze war natürlich nervig, weil man für die Weekly bei Blood Wolf zum Beispiel für die Season, die für die 600 Zeit gefüllte, so 400 Monster töten musste und halt für die Pity Weekly 4000. Ne? Deswegen hast du halt da die zehnfache Zeit abgesessen, obwohl die eine Quest schon längst durch war. Jetzt reduzieren sie die Anzahl der Monster, die man töten muss, drastisch. Ne? Schaut euch das mal an. Bei der Narwhan-Steppe vorher 500 töten, 500 sammeln, jetzt 250, 250. Bei Runaros sind es jetzt, und bei Narx und bei bei Runaros, Mannschaum und bei Shirikan sind es jetzt statt 3500, 4000 und 3000 nur noch 1000, die man töten muss. Und bei Blutwölfe und bei Cheetah statt 4000 jeweils nur noch 1500 Monster töten. Finde ich geil. Also finde ich wirklich geil. Ich mache das weiterhin regelmäßig und ihr solltet das unbedingt auch mal machen, indem ihr einfach den Season-Charakter dafür ausnutzt. Ist eine geile Sache. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt und da bin ich leider ein bisschen überfragt, weil ich beim neuen Note War nicht so wirklich teilgenommen habe und da geht es wirklich um so eine kleine Details. Es geht darum, wie beim Note War teilgenommen wird. Ja, also es ist ja so, dass man sich für eine der drei Kategorien erstmal bewirbt als Gilde und wenn man dann halt dazugelassen wird, kann man als Spieler, als Mitglied dieser Gilde nochmal irgendwie einen Participation-Button anklicken, also einen Teilnahmeknopf. Und wenn das weniger als 30% betrifft in der Gilde, dann ändern sich die Anzahl der Note Fortress nicht mehr. Na, also wenn jetzt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Gilden da mitmachen und mehr als 30% haben den Button geklickt und 15 Minuten vor Start gibt es dann nochmal Leute, die darauf klicken oder so, dann werden die nicht mehr so richtig berücksichtigt. Dementsprechend werden nicht noch mehr Forts errichtet, weil ne, da werden ja die Forts immer beim Note War errichtet, Anzahl abhängig der Gilden, die dann teilnehmen. Und wenn du zum Beispiel immer die Hälfte ist es ungefähr, also wenn du mit sechs Gilden bei einer beim Territorium angreifst, dann entstehen drei Fortress, damit diese sechs sich gegenseitig halt so ein bisschen beefen für drei Fortress, also für diese Festungen. Und drei Gilden gewinnen dann so gesehen Note War und drei Gilden verlieren dann. Bei 7 sind es dann trotzdem 3, es wird halt immer abgerundet, also die Hälfte und dann runter auf die untere Zahl. Und das soll wohl halt beibehalten werden, auch wenn 15 Minuten vorher Leute noch irgendwie Participation-Button klicken. Also irgendwie sowas, so habe ich das verstanden. Ich habe leider noch bis jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, beim Note War wirklich mitzumachen. Und deswegen kann ich das jetzt nicht nachvollziehen, aber ihr werdet vielleicht verstanden haben, worum es geht. Falls nicht, der Link liegt unten in der Beschreibung und dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Ja, da gibt es noch bezüglich der Participation, also Teilnahmebelohnung, dass man halt hier Medals bekommt. Ne? Also wenn man in Kamasilvia Kalfion mitmacht, kriegt man die meisten. Das sind halt hier 500 Millionen und 40 Medaillen. Und wenn ihr bei der untersten Kategorie bei Balinus Elendil mitmacht, sind es 300 Millionen und 40 Medaillen. Doch, das war's, Leute. Soweit. Also mehr als das ist jetzt nicht mehr so interessant. Und von daher, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und Follow freuen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv/Makayashi. Und jetzt viel Spaß im Video.